Nächster Redner war Rupert Doppler. Er ist fraktionslos. Herr Präsident, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, Tagesordnungspunkt 4 bis 6, Rechnungsberichte, ich nehme Stellung zu Punkt 6, betrifft ebenfalls den Truppenübungsplatz Allensteig. Die 15.700 Hektar großen Truppenübungsplatz Allensteig dient dem Bundesheer als Ausbildung und Schießstätte, somit eine sehr wichtige Einrichtung für unser Bundesheer. Man soll bei der ganzen Kritik nicht vergessen, dass das Personal massiv gekürzt und abgebaut wurde. Die auf militärischen Zielen hin ausgerichtete Organisation des Übungsplatzes, dessen Personal im März von 2009 von 411 auf 325 Arbeitsplätze reduziert wurde, sei auf wirtschaftliche Aufgaben nicht vorbereitet gewesen, stellt der Rechnungshof fest. Ja, es ist richtig, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Mängel beseitigt werden. Dafür sind wir dem Rechnungshof auch sehr dankbar. Die Missstände und die Unregelmäßigkeiten müssen hier aufgezeigt werden und werden aufgezeigt. Und die Unterlagen werden uns zur Verfügung gestellt. Dafür darf ich mich bei Ihnen, Frau Präsidentin, und bei Ihrem gesamten Team ganz herzlichst bedanken. Ein großes Dankeschön dafür. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss schon eines festhalten. Es kann nicht sein, dass Personal abgebaut wird und trotzdem soll die gleiche Leistung erbracht werden. Das geht in keiner Hinsicht und auch nicht bei diesem Truppenübungsplatz. Dankeschön. So der fraktionslose Rupert Doppler zur Kritik des Rechnungshofes am Truppenübungsplatz Allensteig.